Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Dead by Daylight. Es ist ein asymmetrisches Horrorspiel. Wir haben vier Überlebende, die versuchen müssen, Generatoren zu reparieren, um dann Tore zu öffnen und zu flüchten. Und wir haben einen Killer, der versuchen muss, die Überlebenden zu kriegen. Ja, wir werden sofort anfangen. Ich hoffe, wir kommen sofort in eine Lobby rein. Ab und an kommt es vor, dass das ein bisschen dauert. Perfekt, wir sind sofort in eine Lobby gekommen. Ja, jetzt fehlt noch ein Spieler, also ein Überlebender. So, also ich entschuldige mich auch schon, falls man meine Tastatur etwas hören wird beim Wiggeln zum Beispiel oder beim wenn man am Haken hängt. Es tut mir dann leid. Ich werde in Zukunft eine neue Tastatur besorgen. So. Ich habe jetzt gerade eine Runde zum Warmspielen gespielt und die ist richtig gut gelaufen. Ich hoffe, diese wird genauso verlaufen. Der Killer hatte mich nicht ein einziges Mal gesehen. Mal schauen, wie es jetzt diese Runde wird. Ja, der Ladebildschirm dauert ab und an mal etwas länger. Wunderschön. Also ich muss sagen, das Spiel macht wirklich gute Laune. Also als Zuschauer ist man sehr angespannt und aufgeregt und man will wissen, wie, ob man überlebt oder nicht. Und wenn man es selber spielt, dann ist man viel mehr aufgedreht und angespannt. Also das ist schon heftig. So. Was machst du? Ich hoffe, wir finden schnell einen Generator. Ah, da ist ja schon einer. Ach nee, ne? Das ist die Krankenschwester. Ach toll, super. Und schon hat sie mich. Das war ja so klar. Okay, es scheint so, als hätte ich sie abgehängt. Heile mich, ja, danke. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht hier hin. Jemand hat einen Disconnect. Danke. Super. Da hinten ist ein Generator. Das ist jetzt heftig. Zu drei, noch vier Generatoren. Oh Gott. Jetzt hatte ich fast den Skillcheck verpasst.
Also die Krankenschwester als Killer mag ich irgendwie nicht so wirklich. Wo ist sie hingerannt? Mann, ich hab sie verloren. Da ist noch ein Generator. Und ein Haken sofort nebendran. Toll. Mann, bei dem Spiel wird einem voll heiß. Vor Aufregung. Scheiße. Oh je, das war ja so klar. Verschwinde, verschwinde. Hat sie uns nicht gesehen? Das wäre ja voll kalt. Nein, 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 nein. Verschwinde, verschwinde. Verschwinde. Ich will dich nicht. Verschwinde. Ach Mann, ist die immer noch da? Such woanders. Ist sie weg? Bitte. Wann geht sie? Sie ist weg, oder? Sie ist weg. Gott sei Dank hat sie nicht hinter die Bäume geschaut. Nein, 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 nein. Ah, sie kommt von hinten. Scheiße. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hatte mich nicht gesehen. Boah, was für ein Glück. Und das eine Tor war sofort da, ne? Oh oh, oh oh. Oh oh. Wo ist sie? Von wo kommt sie? Man muss die sich hier rumhängen. Sie wartet irgendwo und schaut auf das Tor, oder? Ich sehe sie nirgendwo. Ah, doch, da hinten, oder? Ja. Oh oh. Oh oh. Nein, 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 ach du Heilige. Ich hab doch gesagt, dass ich dich nicht will. Verschwinde. Ah, du wolltest mich heilen, okay. Danke. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht hierher. Wo ist überhaupt der Dritte?
Da ist das andere Tor. Oh oh. Hier ist die Luke. Oh, sorry. Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Pass auf, pass auf. Kommt sie mitgerannt? Nein. Nein. Mann. Komm mit, komm mit. Hattest du gedacht? Das Tor ist schon auf. Oh oh. Na dann komm. Komm schon. Ja, gute Runde, oder? Ich bin zufrieden. Welcher Rang ist der Killer? Rang 20. Du hast eine ansatzweise Ahnung von der Stimme des Entitus. Höre vereinzelt das Flüstern des Entitus, wenn du im Umkreis von 48 Metern eines Überlebenden stehst. Okay. Ich verstehe nicht, was sie meint, aber naja. Oder er. So, ich hoffe, dass die nächste Runde genauso schnell anfängt. Nein, okay. Komm schon, bitte, bitte. Ja, Mann, super. Wir haben echt Glück heute. Niemand hat eine Opfergabe eingesetzt. Ich könnte eigentlich auch mal schauen, um solche Sachen einzusetzen. Ich habe nur Perks. Und ansonsten benutze ich nie eine Opfergabe oder einen Gegenstand. Meistens schaue ich in den Kisten nach, ob ich was finde. Ich hatte zwar Glück bei der letzten Runde, dass sie mich das eine Mal nicht gesehen hat. Und wir haben... Oh ne, nicht der Geist. Bei dem bin ich immer so schnell weg. Ja, komm helfen.
Ach, oh Gott. Das ist eine ziemlich blöde Idee, mich hier in den Schrank zu setzen. Oh je, da kommt er. Da kommt er. Bitte schau nicht in den Schrank, bitte. Bitte nicht. Scheiße. Scheiße, 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 bitte nicht. Der hat sie nicht gesehen. Oh, oh. Und ich stehe hier im Schrank, ich kann nichts machen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich sofort dran. Er entfernt sich. Nein, scheiße. So ein Glück, dass er nicht in meinen Schrank geschaut hat. Das war wirklich so ein krasses Glück jetzt. Wir sollten zusammenbleiben. Da sind wir stärker. Mann, renn nicht dauernd weg. Da ist ein Generator. Und eine Kiste. Ich mache zuerst den Generator. Quicktime-Events finde ich eigentlich gut, weil der Generator schneller repariert ist. Jedoch sind sie scheiße, wenn man es verkackt. So. Ah, ist er im Keller. Das ist... Mann. Um den jetzt dort wieder rauszubekommen, wird nicht so einfach. Der Geist wird bestimmt dort unten campen. Ja. Erste-Hilfe-Kasten ist immer gut. Ich glaube, für den nächsten Generator muss man ins Haus. Und er rennt. Er rennt rum. Wahrscheinlich ist der Geist hinter ihm her. Gibt es nirgendwo hier in der Gegend hier draußen noch einen Generator? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ach. Ja. Perfekt. Ich hoffe, ich habe noch die Zeit. Ah, es ist schon jemand da. Super. Thank you.
Du bist. Bleib hier. Bleib hier. Ich heile dich. Bleib hier. Ich heile dich. So. Super. Ist der Geist hinter dir? Nein. Okay. Komm her. Super. Wo ist der vierte? Ich hoffe, der vierte ist nicht zu weit von Tor. Oder ist beim anderen Tor. Nein. Das ist jetzt kacke. Komm schon, komm schon. Niemand wird hier gelassen. Wir gehen alle aus dem Tor raus. Komm, komm, komm. Die anderen stehen nur hier. Okay, wie es scheint, hat der Geist den vierten Überlebenden aus der Sicht verloren. Und jetzt wiedergefunden. Oder? Ich hoffe nicht. Das hat sich so angehört, als würde jemand hier rennen. Oh oh. Schon witzig. Ich hoffe, der vierte ist beim anderen Tor und kommt raus. Nein, er ist dahinter. Ich habe ihn im Haus gesehen. Mann. Ich hoffe, der vierte kommt noch raus. Oh je, oh je, oh je. Der Geist wird jetzt doch nicht bei dem Tor dort rumcampen. Ja, geh weg von dort, geh weg.
Such woanders. Der Geist muss weiter weg. Ja. Super. Geil. Richtig geil. Das freut mich. Eine zweite geile Runde. So, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.